Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Liebes-Monatsorakel. Ja, in diesem Orakel schauen wir uns an, was in der Liebe auf dich zukommen könnte. Entweder wenn du in einer Partnerschaft bist oder einen Wunschpartner hast, aber auch für Singles ist dieses Orakel sehr gut geeignet. Und zwar habe ich das heute so aufgebaut, dass ihr ja, die unteren Karten sind die Karten, jetzt zeige ich sie mal euch ganz schnell, und zwar die Karten der Liebe. Das ist für Singles und all jene unter euch, die einen Wunschpartner haben. Da schauen wir uns die Tendenz an, wie es mit deinem Wunschpartner weitergeht oder wenn du Single bist, was hier im Dezember wichtig ist. Hier oben habe ich drei Karten gezogen aus dem Kartendeck. Moment, die Karten der Partnerschaft. Und das sind die Karten für alle von euch, die in einer Partnerschaft sind und eben wissen möchten, wie es in der Partnerschaft weitergeht. Allgemein habe ich uns jeweils eine Karte aus dem Kartendeck, das Engel der Liebe Orakel gezogen. Da bekommen wir zusätzlich noch eine Botschaft. Jetzt entscheide dich einfach zwischen den drei Energiekugeln. Wo ihr die Energiekugeln bekommt, wo ihr diesen schönen Energiestab bekommt, habe ich euch den Amazon-Link in die Infobox reingeschrieben. Auch wo ihr die Karten bekommt, findet ihr unterhalb des Videos. Ich hoffe, du hast dich schon für eine Kugel oder für einen Kartenstapel entschieden. Ich beginne jetzt gleich mit dieser Seite hier und schaue mir hier mal die allgemeine Botschaft an. Im Dezember geht es bei dir darum, vergeben und lernen. Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Also geht es hier darum, dass du vor einer Lernaufgabe stehen wirst. Du wirst hier auch aufgefordert, in der Liebe Altes loszulassen, Altes in die Heilung zu bringen. Und dadurch wirst du im Dezember wieder positive Energie in dein Leben ziehen. Ja, also hier geht es wirklich darum, egal was in der Vergangenheit gewesen ist mit deinem Partner, mit deinem Wunschpartner, wenn du Single bist, mit vergangenen Partnerschaften, mit vergangenen Dates, was auch immer hier noch zu vergeben ist, solltest du im Dezember loslassen, in die Heilung bringen und dann wirst du, wie gesagt, positive Liebesenergie in dein Leben ziehen. Schauen wir uns mal an, wie es für all jene weitergeht im Dezember, die einen Wunschpartner haben. Und hier haben wir, oder die Single sind, loslassen, okay? Da geht es da wieder drum, um das Thema Loslassen von alten Verletzungen, was es eben in der Vergangenheit gegeben hat. Dann haben wir noch die Karte auf Wolke 7 schweben und falsche Geisteshaltung. Und da geht es, wenn ich mir diese drei Karten ansehe, geht es in allererster Linie darum, nicht nur Vergangenes loszulassen, sondern auch kann es sein, dass entweder du oder dein Wunschpartner oder ja, du oder dein Wunschpartner eine falsche Geisteshaltung hast, dass entweder du oder dein Gegenüber sich hier schon einiges einredet, ja, dass man sich hier einredet, dass man auf Wolke 7 schwebt, aber da wird man auch aufgefordert, diese falsche Geisteshaltung loszulassen. Auf Wolke 7 schweben steht ja immer dafür, dass man eben glücklich ist und dass man alles eben auch durch die rosarote Brille sieht. Aber in Kombination mit der Karte falsche Geisteshaltung ist für mich auch immer so ein Warnsignal, okay, da hat man zu sehr die rosarote Brille auf, sieht wahrscheinlich die Realität nicht und sieht wahrscheinlich alles nur durch die rosarote Brille. Und da hat man offensichtlich eine falsche Geisteshaltung, wenn man das Gefühl hat, dass das mit dem Gegenüber passt, ja? Oder wenn du Single bist, dass du vielleicht sehr schnell auf Wolke 7 bist und vielleicht die Realität auch noch nicht wahrnimmst. Und da gilt es einfach auch, das loszulassen, dass du die rosarote Brille abnimmst und überlegst, warum du so schnell auf Wolke 7 bist, warum du hier gewisse Dinge nicht sehen möchtest.
Die Karte auf Wolke 7 schweben ist ja auch eigentlich eine positive Karte, aber ich muss ja auch im Kontext lesen. Das heißt, ich muss ja auch die falsche Geisteshaltung mit einbeziehen in meine Deutung. Und da geht es einfach darum, dass du vielleicht zu schnell auf Wolke 7 bist, dass du vielleicht Dinge, die vielleicht nicht so schön sind, einfach auch nicht siehst, weil du einfach zu sehr die rosarote Brille auf hast mit deinem Wunschpartner oder mit Menschen, die du immer wieder kennenlernen wirst, als Single. Und da geht es einfach darum, das loszulassen, wirklich die rosarote Brille abzusetzen und auch hinschauen, was ist denn eigentlich Realität und was ist mein Wunschdenken. Und da geht es eben auch darum, dass du hieraus etwas lernen sollst und wirklich die Vergangenheit loslassen. Also nicht nur die Vergangenheit loslassen, sondern eben auch ja die rosarote Brille absetzen, die du vielleicht auch schon sehr lange auf hast. Ja, dass damit hier auch die Vergangenheit gemeint ist. Ja, aber es scheint hier nicht so rosig zu sein, wie du dir das vielleicht denkst, denn umsonst wäre hier die falsche Geisteshaltung nicht gekommen und die steht auch immer dafür, dass man eben über eine Sache falsch denkt oder ja, Dinge anders wahrnimmt, als sie tatsächlich in der Realität sind. Und hier haben wir eben auf Wolke 7 schweben, dass du vielleicht dir das zu sehr wünschst, dass du vielleicht das, was in der Realität ist, zum Beispiel, wenn dir dein Wunschpartner sagt, er kann sich keine Partnerschaft vorstellen, dass du das einfach nicht siehst oder nicht hören willst. Ja, und da geht es auch darum, genau das auch loszulassen und die rosarote Brille abzunehmen. Schauen wir uns die Botschaften an für alle, die in einer Partnerschaft sind. Und da haben wir die Karte Humor, Langeweile und dunkle Geschichten. Okay, zwischen euch beiden in der Partnerschaft scheinen hier viele dunkle Geschichten zu herrschen. Ihr scheint hier miteinander nicht mehr viel Humor zu haben. Die Partnerschaft scheint eingeschlafen zu sein. Man sieht ja hier in der Mitte die Karte Langeweile, wie beide nebeneinander liegen und sich einfach langweilen. In dieser Partnerschaft, in der du jetzt bist, scheint offensichtlich ja, die Leidenschaft, der Humor nicht mehr da zu sein. Man fühlt sich einfach einsam, alleine in dieser Partnerschaft und ihr scheint auch vieles schon in der Vergangenheit erlebt zu haben, was eure Partnerschaft geprägt hat. Aber zum Glück habt ihr ja die Möglichkeit, das zu verändern. Und wenn man wissen möchte, worum oder wie man das ändern kann, haben wir ja hier oben die Eingangskarte Vergeben und Lernen. Indem du die Vergangenheit loslässt, erhältst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Wahrscheinlich hältst dein Partner hier noch an vergangene Dinge fest, an das, was in der Vergangenheit dunkel war, also nicht so toll war. Ihr langweilt euch wahrscheinlich miteinander und da muss eben wieder der Kick rein in eure Partnerschaft, indem ihr wirklich das, was war in der Vergangenheit, ein für alle Mal loslässt, in die Heilung bringt und dann wird eure Partnerschaft wieder einen Aufschwung erleben. Also würde ich hier schon dir raten, hier das, was dich noch bedrückt, wirklich in die Heilung zu bringen. Du kannst natürlich für deinen Partner nicht arbeiten, ja, du kannst nur deine Dinge in die Heilung bringen und dann denke ich, wird das Resonanzgesetz auch dafür sorgen, dass dein Partner seine Dinge in die Heilung bringt und dann wird in eurer Partnerschaft wieder mehr Leben und mehr Schwung reinkommen. Aber im Dezember ist es durchaus möglich, dass der Humor bei euch wirklich zu wünschen übrig lässt, dass ihr beide euch wirklich miteinander langweilt. Aber ich muss dazu sagen, das ist natürlich auch die Zeit dementsprechend so. Ja, viele sind jetzt auch depressiv, dadurch, dass es immer so finster ist und so kalt, ist man halt nicht immer so in Stimmung, wie man es eben in der warmen, in der sonnigen Jahreszeit ist. Ja, aber man kann natürlich auch in der kalten Jahreszeit, sollte man sich um den anderen bemühen, um eine gute Harmonie. Und da geht es eben darum, wirklich dunkle Geschichten aus eurer Vergangenheit in die Heilung zu bringen. Und dann wirst du sehen, wird sich eure Partnerschaft wieder positiv verändern. Also das ist sozusagen die Botschaft für die erste Kategorie.
Schauen wir uns jetzt die mittleren Karten an, die Hauptbotschaft. Lass Kontrollthemen los, erlaube dieser Situation, sich ganz natürlich zu entwickeln. Und das ist immer eine Botschaft, wo es darum geht, entweder du oder dein Gegenüber hat Kontrollthemen. Man versucht, eine gewisse Situation immer wieder zu kontrollieren oder man versucht auch, den anderen zu kontrollieren. Nichts leichter wie das WhatsApp, Facebook. Da kann man immer wieder kontrollieren, was der andere macht, wann er online ist, wie oft, wie lange, mit wem er schreibt, ja, vielleicht noch. Und das sind alles Kontrollthemen, die nicht gut tun. Weder dir, wenn du kontrollierst, oder dir, wenn du kontrolliert wirst. Und hier geht's einfach darum, dass du die Botschaft bekommst, erlaube dieser Situation, sich ganz natürlich zu entwickeln. Also Kontrollthemen werden hier ein großes Thema im Dezember sein. Schauen wir uns mal an, wie sich das auswirkt für alle Singles und alle, die einen Wunschpartner haben. Hier haben wir ein Traum wird wahr, Verrat und Fehler. Okay. Ich war begeistert, wie ich die erste Karte aufgedeckt habe, ein Traum wird wahr. Aber es hat einen bitteren Beigeschmack, indem wir von drei Karten zwei Problemkarten haben. Wir haben hier die Karte Verrat und die Karte den Fehler. Das heißt, es kann sein, dass du im Dezember mit deinem Wunschpartner oder wenn du jemanden kennenlernst, das Gefühl haben wirst, dass sich ein Traum verwirklichen wird. Aber wir haben hier die Karte Verrat. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sich das eben nicht so entwickeln wird, dass du vielleicht verraten wirst, weil hier noch eine dritte Person mit im Bunde ist. Denn auf dieser Karte sehen wir drei Personen. Und da hat man offensichtlich einen Fehler gemacht. Vielleicht bist du in einer Affäre mit deinem Wunschpartner, der in einer Partnerschaft ist. Du hast vielleicht das Gefühl, dass jetzt endlich der Traum wahr wird, aber das wird eben nicht so sein, weil dein Gegenüber vielleicht erkennen wird, dass er seiner Partnerin, seiner offiziellen Partnerin, dass er sie verraten hat und dass das ein Fehler war mit dir. Das ist möglich. Ja? Es kann aber auch sein, dass du merken wirst, dass es ein Fehler ist. Wenn du einen Wunschpartner hast, der frei ist, ja, ich glaube fast nicht, dass es hier wirklich um einen freien Wunschpartner sich handelt. Ja, ich glaube schon, dass es da mindestens noch eine andere Person gibt. Bist du aber Single und hast niemanden im Kopf und lernst hier jemanden kennen, kann es durchaus sein, dass du das Gefühl haben wirst, dass ein Traum wahr wird, aber diese Person scheint hier nur eine Affäre zu wollen, wird aber dann sehr schnell merken, dass das mit dir ein Fehler war, weil er dadurch seine Partnerin verraten hat. Ja, also das sind natürlich nicht so gute Aussichten. Es kann natürlich auch sein, dass wenn du einen Wunschpartner hast, wo du geglaubt hast, dass ein Traum wahr wird, du vielleicht die Botschaft oder die Nachricht bekommst, dass er vielleicht jemand anderen hat und dich dadurch auch verraten hat oder vor kurzem jemand anderes kennengelernt hat und du fühlst dich dann verraten, ja, und hast das Gefühl, dass das Ganze ein Fehler war, ja. Also hier scheint es nicht so wahnsinnig gute Karten im Dezember zu sein für dich. Es kann, wie gesagt, auf dich zutreffen, das sage ich auch immer wieder in den Videos dazu, muss aber nicht, weil es ja allgemeine Orakel sind, aber es ist natürlich durchaus möglich, dass hier dieses Thema für dich im Dezember wichtig sein wird. Schauen wir uns an für alle, die in einer Partnerschaft sind. Und zwar haben wir das Leiden, Teilen und Wutanfall. Okay, also auch hier haben wir nicht so wahnsinnig gute Karten. Es geht also hier darum, dass ihr in eurer Partnerschaft vielleicht sehr viel streitet, vielleicht sind Wutanfälle ein großes Thema. Ja, das ist einfach, weil wir haben ja hier in der Mitte die Karte Teilen. Das ist ja eigentlich eine positive Karte, aber wir haben Leiden und Wutanfälle. Und das ist für mich immer so eine Kombination, okay, da geht's um das ständige Hin und Her. Mal
teilt man miteinander das Leben, mal geht man sich richtig auf die Nerven, mal ist man voller Wut, ja. Also das wird ein Dezember sein, der emotional wirklich hin und her gerissen ist. Und das ist natürlich klar, dass ihr beide dann unter dieser Situation leidet. Also auch hier kann man schon sagen, wie auch schon im ersten Stapel, ja, emotional wirklich ein anstrengender Monat. Auch hier möchte ich dazu sagen, es ist halt wirklich oft momentan wirklich in dieser Jahreszeit so, dass wirklich viele auch durch das mangelnde Licht einfach sehr schnell wütend werden, traurig werden, was weiß ich, ja. Aber das sind oft Situationen, wo man einfach auch durch muss. Ja, und natürlich sind Kontrollthemen auch ein großes Thema. Vielleicht ist das auch das, was dich oder deinen Gegenüber vielleicht auch ein bisschen wütend macht. Ja, dass hier einfach Kontrollthemen ein wichtiges Thema sind, das natürlich für keinen gut ist. Es kann aber auch sein, wenn man jetzt hier nochmal das Ganze für Singles und für Wunschpartner deutet, dass einfach, ja, dein Gegenüber wirklich mal, wenn du jetzt derjenige bist, der gerne mal kontrolliert, ja, wirklich auch sagt, es war ein Fehler, mich auf dich einzulassen, du kontrollierst mich einfach zu stark. Das ist natürlich auch möglich, denn das ist ja das Hauptthema. Das ist das Hauptthema, egal ob jetzt mit Partner, mit Wunschpartner oder wenn du Single bist. Da geht's einfach darum, dass ihr in dieser Situation, in der ihr seid, immer versucht, die Kontrolle zu behalten. Und das ist halt manchmal nicht gut. Und kann natürlich auch sein, dass dein Gegenüber auch die Situation kontrollieren möchte. Und wenn er das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren, ja, dann kann er mal manchmal auch wütend werden. Ja, aber im Großen und Ganzen, wenn man das Gesamtblatt jetzt hier betrachtet, wird's ein emotional anstrengender Monat. Wenn man bedenkt, kurz vor Weihnachten, die meisten Menschen drehen durch. Man merkt es ja auch in den Geschäften. Viele sind hektisch und vielleicht auch wütend, dass man vielleicht ein bisschen auch, wie soll ich sagen, das Ganze nicht zu ernst nimmt und einfach sagt, okay, es ist jetzt einfach momentan eine emotionale Zeit, es ist eine anstrengende Zeit, immer kurz vor Weihnachten, ich sehe einfach drüber hinweg, wenn ich mal angeschnauzt werde, ja. Man kann es natürlich so auch sehen und dann geht es einem natürlich auch leichter, wenn man nicht alles zu persönlich nimmt. Aber natürlich sollte man auch schauen, dass man eben nicht die rosarote Brille auf hat, ja. Also schon realistisch betrachten und du wirst vom Bauchgefühl eh merken, wie jetzt das Ganze aussieht bei euch beiden, ob hier wirklich Kontrollthemen sind, ob wirklich zu starke Wutanfälle hier eure Beziehung gefährden. Das heißt natürlich nicht, man soll alles gutheißen lassen, was der andere sagt oder macht, aber man kann zumindest ein bisschen selber in der Ruhe bleiben, wenn andere schon zu hektisch sind. Man sollte sich selber nicht von dieser Hektik anstecken lassen und das ist natürlich schwierig, aber man kann ein bisschen die Power rausgeben, indem man selber ein bisschen zur Ruhe kommt, auch wenn es schwierig ist. Schauen wir uns jetzt den letzten Stapel an. Und da haben wir als Hauptthema die Karte Rückzug. Es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen. Vielleicht ziehst du dich zurück, vielleicht ziehst du dich mit deinem Partner zurück oder dein Wunschpartner zieht sich zurück. Also Rückzug wird ein großes Thema sein. Schauen wir uns die Karten für alle Singles und alle an, die einen Wunschpartner haben. Auch hier haben wir den Schmerz, die Gnade und Angst vor Versagen. Okay. Es geht also auch hier um einen emotional anstrengenden Monat. Also da sieht man jetzt wirklich durch die Bank, haben wir hier sehr, sehr viele Anstrengungen im Dezember, wenn es um die Liebe geht. So, und da geht es auch darum, um Schmerz, aber wir haben Gott sei Dank die Karte Gnade dahinter. Also das mildert natürlich schon die Ängste, den Schmerz ein bisschen ab. Es kann natürlich auch sein, dass jemand hier Angst vor Versagen hat. Entweder du oder dein Wunschpartner.
Wenn du komplett frei bist, kann es natürlich sein, dass auch du Ängste hast zu versagen, dass du Angst hast, nicht den richtigen Partner zu finden oder dass du Angst hast, nicht die richtige für irgendjemanden zu sein, ja, dass du es nicht verdient hast, glücklich zu werden. Und das schmerzt dich natürlich. Aber durch die Karte Gnade mildert das Ganze ein bisschen ab. Du wirst mit dir selber nicht zu stark ins Gericht gehen. Aber auch wenn dein Wunschpartner zum Beispiel dieses Thema hat, dass einfach hier Ängste da sind, Angst zu versagen, wirst hier du schon Gnade walten lassen und hier versuchen, auf positiven Wege auf deinen Wunschpartner zuzugehen. Ja, und da ist es natürlich egal, was jetzt hier das Thema ist, ob mit Wunschpartner oder kompletter Single, ob es dich betrifft oder dein Gegenüber. Man wird diese Ängste nicht mehr so wahnsinnig belastend empfinden. Sie sind da. Ja, man braucht wahrscheinlich auch noch den Rückzug. Vielleicht, wenn du hier Ängste hast oder dein Gegenüber, ist ein Rückzug vielleicht auch notwendig. Und wenn dich das zum Beispiel nicht betrifft und sich dein Wunschpartner von dir aus heiterem Himmel zurückzieht, heißt das nicht, dass hier kein Interesse an dir besteht, sondern eben aufgrund dieser Themen des Schmerzes Ängste zu versagen. Aber durch die Karte Gnade wird hier das Ganze schon auch schön langsam, schrittweise in die Heilung gebracht. Also da haben wir jetzt schon mal eine gute Aussage. Für alle, die in einer Partnerschaft sind, haben wir den Trost nehmen, süße Erlösung. Also für alle, die in einer Partnerschaft sind, wird es eine Überraschung geben, wird es ja positive Momente geben, ihr werdet einander Trost spenden in traurigen Zeiten, wenn sie kommen, ihr werdet wieder nehmen können. Und ihr beide werdet, wie man jetzt bei der Karte süße Erlösung auch sieht, wirklich, ja, vieles wird sich befreien. Vielleicht hat sich dein Partner auch von dir zurückgezogen und da werdet ihr wieder aufeinander zugehen. Ihr werdet euch Trost spenden. Ihr werdet wirklich, das Gefühl haben, eine Belastung wurde von euch genommen und ihr fühlt euch erlöst und befreit. Und so werdet ihr auch wieder nacheinander auf euch zugehen, wieder die Partnerschaft aufleben und ihr werdet auch nehmen können. Ja, und das ist natürlich in einer Partnerschaft auch sehr wichtig, dass wenn ihr euch auch mal traurig fühlt, wenn ihr Trost braucht, dass ihr diesen Trost einfach auch annehmen könnt und ihr werdet dann wirklich, ja, euch erlöst fühlen, weil ihr merkt, okay, der Partner ist an meiner Seite, er spendet mir Trost, mir geht's wieder besser und ich kann es annehmen und, das wird für dich, wie gesagt, wie eine Erlösung sein. Entweder wenn es dich selber betrifft, dass du Trost und Zuspruch von deinem Partner brauchst, oder wenn du das deinem Partner gibst. Du wirst dich erlöst fühlen, du wirst sehen, okay, Schwierigkeiten werden jetzt geheilt und ihr werdet wieder aufeinander zugehen und ihr werdet wieder positive Momente im Dezember haben. Das klingt ja schon mal sehr, sehr gut. Die ersten beiden am Kartenstapeln, das sieht man schon emotional ein bisschen anstrengend, sehr turbulent, aber auch diese Zeiten gehören ins Leben. Da werden wir alle miteinander nur stärker. Solche Dinge schwächen uns nicht, sie stärken uns. Und mit diesem Gedanken sollten wir wirklich an unseren Thematiken arbeiten gehen und uns einfach an diesen Schwierigkeiten oder uns von diesen Schwierigkeiten nicht aufhalten lassen. Ja, sie machen uns stärker und da können wir einfach, bekommen wir wieder Erfahrung und das wird uns stärken, weiter unseren Weg zu gehen und einfach die Herausforderungen des Lebens auch annehmen, auch wenn es emotional anstrengend ist. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Natürlich freue ich mich, wenn das eine oder andere für euch passt, wenn ich euch ein bisschen Mut machen konnte für den Dezember. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und alles Gute. Tschüss!